großes Medienaufkommen hier in Münster. 66 Bischöfe sind aus dem ganzen Land hier zum bischöflichen Priesterseminar Borromeum gekommen, um hier zur Vollversammlung zusammenzukommen. Zweimal im Jahr tun sie das. Jetzt ist die Frühjahrsvollversammlung und auch die letzte Vollversammlung von Alterzbischof Robert Zollitsch. Neben der Neuwahl des neuen Vorsitzenden gibt es aber noch viele weitere Themen. Ludwig Ringeifel, welche Themen stehen denn bei dieser Vollversammlung auf dem Programm? Ja, das ist einmal das Thema wiederverheiratete Geschiedene. Da wollen die Bischöfe darüber beraten, welchen Antrag sie demnächst in Rom bei der Weltbischofssynode einbringen. Darüber wollen sie sich hier in Münster verständigen und danach noch ein weiteres Mal beraten. Also hier dann nur die Vorberatung zu dem Statement. Dann ist natürlich das Thema Limburg immer noch im Hintergrund. Der große Abwesende ist ja Bischof Theberts van Elst, der nicht teilnehmen wird. Und allein seine Nichtteilnahme ist ja schon sehr bemerkenswert. Er verbringt ja eine Auszeit im Moment in einem bayerischen Kloster. Dann ein weiteres Thema wird die Religionsfreiheit sein. Da wird ein nigerianischer Kardinal etwas zu sagen. Und ja, dann natürlich die Wahl des Vorsitzenden, das ist das alles überragende Thema. Erzbischof Zollitsch hat bei seinem Pressestatement zu Beginn der Vollversammlung heute um 15 Uhr auch diese Themen aufgelistet. Aber zwischen den Zeilen konnte man auch so ein kleines Fazit lesen. Wie haben Sie dieses Pressestatement wahrgenommen? Naja, da war schon ein klein wenig Kritik auch an den Mitbrüdern rauszuhören. Er sprach also davon, dass die Solidarität zwischen den Bischöfen ein bisschen zu wünschen übrig lässt, dass man mehr Verbindlichkeit haben müsste in der Bischofskonferenz. Also ich glaube, da hat er in den 6 Jahren doch auch einiges durchleiden müssen, weil nicht immer alles, was beschlossen wurde, dann von allen gleichmäßig mitgetragen wurde. Und das war so ein letzter Appell, Leute, seid doch etwas mehr geschlossen. Und ähnlich hat es er dann auch der Nuntius ausgedrückt. Jetzt geht es morgen Dienstag direkt mit einer ganz untypischen Besprechung weiter, immer in Anführungsstrichen Vorkonklave genannt, bevor es dann an die Wahlurnen am Mittwoch geht. Was genau müssen wir uns da morgen drunter vorstellen? Also etwas hat es bisher noch nie gegeben. Das ist also wirklich eine Premiere für die Deutsche Bischofskonferenz. Man will darüber diskutieren, wo steht die katholische Kirche in Deutschland im Moment? Welches sind ihre drängendsten Probleme? Und da gibt es eine ganze Menge Baustellen zu bewältigen. Und das soll offen diskutiert werden. Über 2 Stunden lang werden die Bischöfe offen diskutieren. Und erst danach dann soll die Frage gestellt werden, welcher Vorsitzende könnte denn in dieser Problemsituation die besten Antworten geben. Herzlichen Dank für diese erste Einschätzung. In den nächsten Tagen werden wir Herrn Ringeifel immer wieder Fragen zum Befinden hier im Priesterseminar. Wie ist die Stimmung bei der Vollversammlung und wer wird der mögliche neue Vorsitzende sein?